Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem einen oder anderen Gottesdienst, dass das Wort Gottes, dass die Lesungen aus der Heiligen Schrift oder die Gebete irgendwie nur hier rein und da wieder rausgehen, dass das, was gesagt wurde, was mir verkündet worden ist, irgendwie nicht hängen bleibt. In der Taufe gibt es diesen wunderbaren Effata-Ritus. Der Taufende öffnet dem zu Taufenden Ohren und Mund, damit wir fähig werden, das Wort Gottes zu hören und es zu verkünden. Und beim Propheten Jeremia heißt es: Denn der Herr hat mich wirklich zu euch gesandt, damit ich euch alle diese Worte in die Ohren rufe. Jeremia und alle Propheten sind gekommen, um uns die Worte Gottes in die Ohren hineinzurufen und damit direkt ins Herz zu treffen. Hören wir hin? Haben wir vielleicht prophetische Gaben? Sind wir berufen, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern auch zu verkünden? Ja, durch die Taufe. Also packen wir es an, das Hören und das Verkünden. Und wenn das ein oder andere Wort mal hier rein oder da rausgeht, sollten wir aus diesem Fehler lernen und das nächste Mal besser hinhören. Denn der Herr hat uns wirklich etwas zu sagen, damit wir es in diese Welt tragen können. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, jeden Tag hören wir so viele Worte und geben so viel Zeug von uns. Doch dein Wort ist wirklich existenziell. Du sprichst es, damit es unser Herz trifft und wir aus diesem Wort leben. Schenke uns jetzt an diesem Abend dein Wort, das uns Kraft und Ruhe gibt für die Nacht und für den kommenden Tag. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.